Der neue BMW 4er soll sich stärker vom 3er abheben. Die Münchner wünschen sich, dass das Coupé und das Cabrio künftig als eigenständiges Modell wahrgenommen werden. Wie das aussehen könnte, hat BMW auf der IAA 2019 mit dem Concept 4 gezeigt. Auffällig und kontrovers diskutiert, die riesigen Nieren der Studie. Sie dürften es, genau wie die markanten Lufteinlässe an der Front, auch in die Serie schaffen. Natürlich etwas glatter und gefälliger als bei der Studie. Aufgrund von Erlkönig-Bildern hat der Autobildzeichner diese Retusche vom 4er Cabrio angefertigt. Der oben ohne BMW kommt mit Stoffverdeck, das bisherige dreiteilige Metalldach war zu schwer und zu groß. Wie alle anderen Bayern mit Hinterradantrieb bedienen sich auch Coupé und Cabrio der sogenannten Cluster-Architektur, klar, die modular aufgebaut und entsprechend flexibel ist. Der Baukasten spart Gewicht, schafft mehr Platz im Innenraum, verwindet sich weniger und kann in fast allen Werken vom Band laufen. In Sachen Antrieb dürfte BMW sich im Motorenportfolio des 3er bedienen und somit auch beim 4er vermehrt auf Vierzylinder setzen. Entsprechend wird es nur drei Modelle mit 6 Zylindern geben, den 440D mit 320 PS, den M440i mit 388 PS und das Topmodell, den M4 mit 462 PS. Der 4er soll noch 2020 vorgestellt werden.